Um ein Rad zu schlagen, beginne damit, beide Arme nach oben ausgestreckt zu halten. Mache dann einen Ausfallschritt mit deinem dominanten Bein und beuge deine Hüfte so weit, dass deine Handflächen flach auf dem Boden aufliegen. Gleichzeitig sollte dein hinteres Bein in einem hohen Bogen in die Luft schwingen und kurz darauf sollte das vordere Bein folgen. Dann kommt der nicht dominante Fuß als erstes auf dem Boden auf, wiederum gefolgt vom dominanten Fuß. Ein Rad ende damit, dass du wieder aufrecht mit nach oben ausgestreckten Armen dastehst. Ein Rad zu schlagen geschieht in einer gleichmäßigen Bewegungsfolge. Denke also währenddessen nicht zu sehr darüber nach. Konzentriere dich lieber darauf, dass die Bewegungen fließend sind.